So, da sollte ich sein. Hier sollte ich sein, da wo ich bin. Ich bin da, wo ich sein soll. Ich muss, wenn ich schon, ne, mittig. Ich muss nochmal kurz da sicherheitshalber hören, ob ich auch übers Internet Audio. Ja, ich habe übers Internet Audio. Ich bin begeistert. Ja, ich hatte ja zuletzt den, jetzt muss ich überlegen, den Otto-Katalog Herbst, Winter. Oh Gott, das war, warte mal, ich muss kurz, das war 87, 88, ich habe den nicht hier, aber ich habe hier quasi eine Hilfe, 87, 88. Und ich hatte, glaube ich, erzählt, dass meine Frau 3 Kataloge ersteigert, nee, gekauft, egal, eBay, erworben hat, um es mal ganz wertfrei auszudrücken. Und heute gucken wir uns mal noch einen anderen an. Ob wir uns den dritten auch angucken, weiß ich nicht, werdet ihr gleich sehen, warum das vielleicht nicht so spannend ist. Heute geht es, wie der Streamtitel schon verrät, um den Quelle-Katalog namens Andi. Welcome home, also to your home. Den Otto-Katalog hatten wir ja schon, jetzt Quelle und zwar auch Herbst-Winter. Ich glaube, sie hat immer bewusst Herbst-Winter, weil Weihnachten und so. Aber 75, 76, weil wir hatten ja letztes Mal so die 80er. Klamotten und sonst was gedönstechnisch. Wir hatten Schulterpolster, wir hatten Frauen, die etwas sehr anzüglich für irgendwelche Produkte posierten. Wir hatten Benjamin Blümchen-Merch durch alle Produktgruppen. Wir hatten Garfield, war auch ein bisschen. Wir hatten viel Animal Print, also irgendwie Leopardenstreifen, Gepardenpunkte, Wildkatzen auf Klamotten. 1976 war ein gutes Jahr, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber jetzt deswegen, ich schalte jetzt mal um, wird ja sonst albern. Ich hätte jetzt einerseits im Angebot, ich muss hier ein bisschen, jetzt muss ich wieder ein bisschen rüberrutschen. Ich habe mich ja nach links und den Chat nach links, weil ich muss hier, die Kamera ist hier halt rechts, obwohl da ist auch Besserung im Anmarsch, also vielleicht kommt die Kamera demnächst noch ein bisschen mehr in die Mitte, dann muss ich nicht, egal. Also ich hätte einmal, wie man hier sieht, Herbst, Winter 86, 87. Aber wenn man da so ein bisschen reinblättert, das war auch Thema in den 80ern, wir haben irgendwelche englischsprachigen Aufdrucke, die meistens dann auch irgendwas mit Sport und so zu tun haben. Wir haben Lederklamotten mit Fell, also Teddystoff. Wir haben, es sind hier Schulterpolster, weiß ich nicht, aber wir haben die entsprechenden 80er-Jahre-Frisuren. Ich komme noch ein bisschen weiter rüber. Also es wird schnell klar, wir haben Monster-Halsketten und so, es wird schnell klar, da kommt nicht viel Neues. Ne? Also Quelle und Otto hatten einen natürlichen, also Pelze hatten wir auch, also die zum Anziehen. Also wie gesagt, es nimmt sich nichts. Es ist ungefähr das gleiche in Grün, die Klamotten sind ungefähr die gleichen, ist ja auch fast das gleiche Jahr. Ne? Also wie gesagt, das hier ist 76. 86, 87, der Otto-Katalog war 87, 88, also es nimmt sich halt nichts. Deswegen gucken wir uns den jetzt nicht an. Ich glaube, es lohnt sich überhaupt nicht, den mal anzugucken. Hier, ne, Eiche Rustikal hatten wir beim anderen auch. Radio und Co. Was haben wir hier? Irgendwie Schneider, Atari, Fischertechnik. Fischertechnik hatten wir im anderen nicht. Wir hatten Lego in dem anderen, aber digital, Spiegelreflexkameras wollte ich sagen, hatten wir auch, Blitze hatten wir auch, Rollos, Jalousien, oh hier, Masters of the Universe, ne, Mattel, hatten wir glaube ich beim anderen auch, hier haben wir ein Fitzelchen von die Lego-Technik, ich weiß nicht, ob das der ist, den mal der Held der Steine vorgestellt hat, nachdem ihn der Hoaxmaster den gedient hat, weiß ich nicht mehr. Carrera, also insofern, es nimmt sich halt nicht viel. Da dachte ich mir, viel spannender ist doch, den haben wir als erstes bekommen, also hat sie als erstes erworben und ist auch als erstes geliefert worden. Ist schon mal ganz cool, ist ein etwas anderes Format, ist ein bisschen größer, dafür ein Tick dünner, ne, als jetzt die Telefonbücher. Das ist jetzt Quelle Herbst, Winter 75, 76. Das heißt, wir sind von den, sowohl vom Otto-Katalog als auch von dem Quelle, den ich hier eben auf dem Tisch hatte, wir sind bezogen auf beide 10 Jahre nochmal zurück. 75, 76, ich war 4, 5 Jahre alt. Also da habe ich persönlich keine aktive Erinnerung. Meine Frau erinnert sich so halbwegs von kurz nach der Geburt an alles. Ich bin froh, wenn ich mich an Dinge aus meiner Teenagerzeit erinnern kann.
Aber das hat natürlich hier nochmal einen komplett anderen Style. Das ist schon die Bildqualität, also die Fotoqualität, das ist hier schon irgendwie. Hallo? Dündelün? Ihr hört das nicht. Das ist immer, wenn die Kamera neu erkannt wird, dann gibt die sich immer als CD-Laufwerk aus. Ach, jetzt sind hier alle Kameras stehen geblieben. Das ist ja wieder ein Traum. Jetzt ist die Kamera wieder da. Ach, so an der Stabilität dieses ganzen Dings muss ich echt noch arbeiten. Also das ist ein bisschen, obwohl das hatten wir jetzt lange nicht, dass irgendwas mit den Kameras nicht funktioniert. So, jetzt muss ich hier meinen Alabasterkörper erstmal wieder in die Höhe bewegen und gucken, was hier dieses Handy denn so erzählt. Ich muss ihm sagen, Hallöchen. Jetzt kommt hier wieder. Ja, und jetzt wird nämlich mein Rechner nicht mehr erkannt. Es hat ja, ach nee, doch, wird erkannt. Es hat ja, achso, das habt ihr ja nicht gehört. Es hat halt auch einmal diesen USB-Dündelünd-Erkennungssound gemacht. Also, erst ab Sommer. Ja, also wie gesagt, Wunder der Technik. Ich habe auch vergessen, das Behringer einmal an- und abzustöpseln. Kann also sein, dass während der Aufnahme das Audio, aber ich habe den Knopf im Ohr. Ich höre das ja. Gut, also wie gesagt, fangen wir an. Vorsichtig, das ist also, ne, ist ja schon antiquarisch hier. Dadurch, dass das jetzt ein größeres Format ist, habe ich auch Probleme, das hier komplett unter die Kamera zu kriegen. Und ich kriege die Kamera auch nicht weiter nach oben. Nicht mit diesem Arm. Nicht mit diesem Arm. Aber oh, Frau Schickedanz. Heinz Östergaard. Heinz Östergaard, sagte meine Frau, ist eigentlich auch namentlich bekannt. Ja, und das hier ist natürlich. Hui. Das ist natürlich ein Look. Alleine hier. Ja, ne, muss ich ein bisschen verschieben. Hast du mich gerade alt? Wir sind alle alt, Andi. Zu sehen in Brigitte. Die bekannte Frauenzeitschrift Brigitte hat uns mit diesen bezaubernden Modevorschlägen zu, also hat mit uns diese bezaubernden Modevorschläge zusammengestellt. Alleine die Schrift. Viel zu groß, viel zu eng beieinander. Also man war da auch nicht so, was das Kleingedruckte angeht, pff, das hatten sie schon drauf mit den ganzen Produktbeschreibungen. Oh, das sind Farben. Hier, genau, ihr Heinz Östergaard. Der war irgendwie für, ich weiß nicht, war das jemand von Quelle? Gehörte dem Quelle? So wie Otto Werner Otto? War vielleicht Heinz Östergaard, ich hätte eigentlich Heinz Quelle vielleicht heißen müssen. Oh ja. Frottee-Jacke und Flanellrundhose. Und ein Schlag. Klar, es sind die 70er. Also natürlich müssen hier Schlaghosen sein und Stiefel mit hohen Absätzen und Hosen, wo die Schuhe drunter verschwinden. Logo. Was erwarten Sie denn in dieser Zeit? Ich kann hier das Licht noch ein bisschen entschärfen. Ich brauche das Licht, aber es ist mir eigentlich ein bisschen. Das blendet halt ein bisschen. Ja, ich versuche es mal ein bisschen aus dem Bild zu drehen, dass es zwar ein bisschen was bringt, aber hier nicht so. Ach, ich werde diesen Link jetzt nicht anklicken. Der ist für andere Zuschauer interessant. Ich, wie gesagt, vielleicht für, hier steht auch wieder Heinz Östergaard. Entweder der war nur für Mode zuständig. Kannst ja, ach so, Entschuldigung, das ist der war Modedesigner. Siehst du, dann lag ich ja nicht verkehrt damit, dass er Mode war. Oh, Blouson, Zweiteiler aus Cord, Karo-Rock. Das sind Farben. Ich weiß ja nicht, es kommt ja doch, kommt das einigermaßen rüber hier? Also das sind Farben, kriegt man Albträume und Muster und Krempeljeans in Zigarettenform. Zigarettenform? Wahrscheinlich Röhrenjeans, vornehmer Ausdruck. Teen, das ist auch geil, ne? Teen-Mode. Seht ihr da einen großen Unterschied zu denen für die, sag ich mal, erwachsenen Frauen? Also, pss. Alleine hier diese, was ist das denn? Eine Gürtelschnalle oder so, wo eine Frau drauf abgebildet. Breite Gürtel hatten wir in den 80ern auch noch. 19 Mai 2003 verstorben. Tja, gut, ne? Der war ja zu dieser Zeit beruflich aktiv. Und immer entweder diese gestrickten Mützen, ne, oder gehäkelt, oder hier, ne, so grob gehäkelt, oder halt diese, ja, wie nennen die sich denn? Aber das steht da nicht. Die haben alle so eine Mütze auf. Young Club. Oh, heftig, heftig.
Young Club. Sweatshirt, Kordjacke. Bouclé-Western, Weste im Lumber-Stil. Das sind wieder Fachausdrücke, da kann ich nichts mit anfangen. Meine Frau könnte damit vielleicht was anfangen, ich nicht. Ich überlege gerade, ich habe hier noch eine Lichtquelle, aber wenn ich an der jetzt rumbiege, das ist mir zu gefährlich. Young Club. Ich habe das Gefühl, die haben 3 Models und die durften das. Was hier auch auffällt, also bei einigen Fotos bin ich mir nicht so sicher, ob die, also die sind so krass freigestellt, also der Hintergrund ist so unscharf und es sieht irgendwie so surreal aus, dass ich den Eindruck habe, dass es, also Photoshop gab es ja damals noch nicht, aber ich zeige euch mal ein Beispiel. Ich muss nur hier wieder meine Dingsda-Software ausbuddeln, damit ich ranzoomen kann. Hier, zoomen Sie angemessen. So, wenden wir jetzt uns mal, das war schon ein Tick zu viel. Wenn wir uns dieses Foto hier mal angucken, ich muss noch weiter rauszoomen, damit ihr das sehr, sehr hochformatig. Also, ich finde, die sieht aus, als wenn sie nicht wirklich da ist. Also die sieht so, die Frage ist, haben sie vor so einer Fototapete quasi fotografiert oder haben die vor einer weißen Leinwand und haben dann mit damaligen Mitteln das montiert? Ne? Also hat die Frau vor diesem die steht ja auch, aber das sieht irgendwie sagt mein Auge, dass es vom Lichteinfall nicht zum Hintergrund passt. Und das würde ja bedeuten, die haben sie irgendwie vor einem neutralen Hintergrund fotografiert, also ne, Backdrop, und dann da rein. Aber andere Bilder, dann sieht das sieht aber auch alles sehr ähnlich aus. Also der Hintergrund und der, achso, jetzt muss ich wieder rauszoomen, die Hintergründe sehen schon aus, also es ist sehr merkwürdig. Die standen vor einer Leinwand, auf der das, stimmt, aber genau, also es sieht halt nicht so aus, als wenn sie da, hier, ne? Also die beiden Damen hier, die standen doch nicht da. Das mit dem Licht, das sieht alles komisch aus. Ja, die mussten damals noch ein bisschen tricksen. Oh, diese Farben. Westchen mit Chenille? Sagt mir nichts. So, ich möchte mal Farben. Lavendelblau, Rosé, Silbergrau, Honig. Pastellgrün, Rot und Beige. Oh, was hat sie denn hier? Was hat sie denn für eine hochmodische Felljacke? Imitat. Ach was. Sonst hättet ihr Captain Blaubeer erschossen. Also. Jetzt kommt auch wieder hier. Festlicher Pannesamt. Pannesamt war ja auch so ein, weiß ich nicht, leichter. Ich weiß gar nicht, was ist ein Unterschied zwischen Pannesamt und Niki-Stoff? Wahrscheinlich wieder mikroskopische Unterschiede. Modehit, beschwingter Rock im modischen Türkendruck. Was ist da denn Türkendruck? Das ist manchmal so grausam. Soft durch Angora. Aha, das ist also ein Jersey-Kleid mit Angora-Stoff drin. Voll waschbar. Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie alles dasselbe. Also die Farben ändern sich kaum, die Klamotten sehen sich alle ähnlich. Hui, jetzt wird es ein bisschen. Das sieht so ein bisschen hier nach Tante Tilly oder Jakobs Krönung-Werbung aus. Da oben ist wieder Heinz Östergard, der Modedesigner, wie wir jetzt gelernt haben. Pistazie bis braun. Pistazie bis braun. Die sehen auch aus, als wenn sie alle Schwestern wären. Also gut, die sind alle so ähnlich gestylt und so ähnlich geschminkt und so ähnlich, wahrscheinlich sind die so gecastet. Waschbar, das ist voll waschbar. Ich eröffne eine Kneipe und benenne sie voll waschbar. Oh Gott, ja, hier so diese, ne, so Streifen in verschiedenen braunen Beige-Beigetönen, so, das war ja auch so. Ey, das ist alles so. Ach, hier kommt mal ein bisschen. Wieder beschwingt. Der beschwingte Plissé-Rock dieses hübschen Models ist ausgesprochen figurfreundlich, sogar bis große 50. Haben Sie mich gerade dick genannt?
Schwarz und Gold, Farben für Nachmittag und Abend, Hosenanzug. Wir sind wieder bei Braun, Cocktailkleid. Bezaubernde Eleganz, auch im Rock, in Rock und festlicher Bluse. Der Rock sieht hier unten so komisch abgeschnitten aus. Der fällt, als wenn der gar nicht irgendwie... Ja, Flieder, immer kleidsam, genau. Der sieht hier so komisch abgeschnitten aus. Der aber auch, also als wenn, der ne, als wenn sie da ein Stahllineal eingearbeitet haben. Das hier ist schon sehr flippig. So mit diesem V in bunten Farben und die bunte Kette. Damit bist du schon auf der etwas alternativen Fete auch der Hit. Echt heftig. Polyester, meine Schwester, die Polyester. Ach ja. Ne? Da gab es bestimmt die passende Tapete dazu. Hat sie sich vorgestellt, zack, hast du noch den Kopf gesehen. Die auch. Aha. Mantelmode. Mantelmode, schwungvoll und schick. Tweedmantel mit echten... Was? Ich glaube, ich muss nochmal irgendwie Kleidungshistoriker studieren. Tweedmantel mit echtem Phantom-Biberlamm-Kragen. Phantom-Biberlamm. Also Lamm ist ein Tier, Biber ist ein Tier. Und was hat das Phantom da zu suchen? Wieso Phantom-Biberlamm-Kragen? Oh, Napper-Look-Imitat. Hier sind wir noch bei Lodenmantel. Darf auch nicht fehlen. Tweet. Steppermantel. Nicht zu verwechseln mit Steppermotor. Oh Gott, das nimmt kein Ende hier. Ah, Rotfuchsimitat, Luchsimitat, Nerzimitat, Farbfuchsimitat, Wildkatzeimitat, Napperlookimitat, Waschbärimitat. Jetzt wird's langsam Webpelzmäntel in eleganter Fohlenimitat. Ernsthaft? Fohlen? Empfohlen vielleicht. Lammvelour, Lammvelour. Jetzt geht's los. Echtes Leder. Schweinsvelour. Rindspaltvelour mit Toskanerkragen. Echtes Leder. Und jetzt geht's los. Echtpelz. Ne? Ich weiß nicht, ob es dasselbe Logo hier ist wie im Otto-Katalog, aber wir kommen zum echten Pelz. Ne, ich hier so Imitat. Pff. Pelze mit Charme. Hui, 629 D-Mark. Oh, 850 D-Mark. 725, 925. Achso, schwarz ist günstiger als braun. Warum auch immer. Arabanfelle. Grönländer Seehund. Schreibt auch noch den Namen des Tieres dazu. Das war Paul. Er hat nur kurz gelitten. Nerzmurmel, Persianerklaue, Ozelotlamm, Bisamwammen. Das ist echt hardcore. Also das war in dem Otto-Katalog, war nicht so viel Pelz. Also echte Pelz, Fell und so weiter, Klamotten. Oh, geil. Solche Fellmützen waren nicht im Otto-Katalog, also nicht in dem von 86, 87. Pelzmützen, Nerzstücken, Kappe, Krawatte, Rotfuchs, Bisamrücken. Das sind, glaube ich, die ersten Männer. Ne, wie beim Otto-Katalog 10 Jahre später, erstmal Frauen. Also erstmal Klamotten natürlich. Paul hält dich vor. Erstmal Klamotten und erstmal Frauen und Männer nur so eingestreut. Später kommen dann die Herren. Freizeit wird schöner. Das soll Freizeit sein. Das sieht so ein bisschen nach Stewardess aus. Och, das ist das Kostüme im Blickpunkt. Morgen ist 11.11., also passt ja. Jung in Leder, Imitat und Webpelz. Polyacryl. Parker-Coat. Das ist Hemdbluse. Und vor allen Dingen, ne, wie hoch die Hosen teilweise gehen. Stimmt, das wäre natürlich fatal. Morgen noch in Köln, könnte gefährlich werden.
Ah, wir sind wieder bei Pistazie. Rock- und Blusenkombination. Grau und Rot. Sehr lebensbejahend. Grau und Rot. Blau und Rost. Ihr hättet auch braun sagen können, dann wären wir wieder bei braun. Oh, es ist immer noch braun. Kasachs beleben die sportliche Mode. Okay. Was ist Kasachs? Ist es ein Kleidungsstück oder ist es... Das ist ein Kasach. Eine Bluse mit Gürtel. Schwarz ist Favorit. Ja, haben Sie die gerade angenommen? Sind das Unterschriften? Okay, das ist ein Rock und ein Pulli mit Unterschriften drauf. Die zwanglose Mode. Also unter zwanglos verstehe ich was anderes. Es nimmt kein Ende. Ach, wir sind bei Strick. Wir sind bei reine Wolle. Wir sind bei diesen komischen Mützen. Pullover und Tuch. Kasach kenne ich aus dem Krankenhaus. Ah, stimmt. Da haben die auch manchmal sowas mit so einem... Kette. Weste. Accessoires. Oh, das ist so schrecklich. Ah, nee. Strick. Wieder diese Strickmützen. Mützen, Mützen, Mützen. Ein Kasach ist ein Kleidungsstück, das vorrangig von Mitarbeitern in der Pflege und im medizinischen Bereich geteilt wird. Das Wort kommt von Kasach und beschreibt ursprünglich ein dreiviertel lange Darmbluse. Ah, dreiviertel lang ist wahrscheinlich das Entscheidende. Kette. Es wird langweilig. Oh, was ist das für ein Stoff? Das sieht schon so unangenehm zu tragen aus. Ich hatte ja gesagt bei dem anderen Katalog, so nach dem Motto, diese komischen Pullover, die man nicht auf der Haut, wo man immer nur, die man eigentlich nur über ein Hemd tragen konnte. Sie hat ja eine Bluse unter. Sie trägt das, glaube ich, auf der Haut. Und das ist, glaube ich, ziemlich fiese. Das ist nämlich ein Polunder, Glitzerpolunder, beamtliche Weste, 55% Polyacryl, Baumwolle, Mohair und metallisiertes Garn. Das schuppert. Das schuppert aber richtig. Metallisiertes Garn für den Glitzereffekt. Dreieckstuch, Dreiecktuch, Handarbeit. Kann auch als Tischdecke verwendet werden. Schals, Handschuhe. Gott. Grob gestrickt. Peeling beim Tragen, ja. Oh, guck mal. Wieder Männer. Erstmal, ne? Mann mit Hut. Mann mit Hut. Was ist das? Handschuhe, Tücher. Ah, Skimode. Und ab hier dürfen dann auch die Männer mitspielen, weil Skimode. Hose zum Liftanzug. Was ist ein Liftanzug? Ich nix Ahnung, Ski fahren. Außer Skireise in der Schule, nie was in der Richtung gemacht. Quelle macht Skivergnügen preiswert. Stimmt, Willy Bogner, das ist ja die Zeit. Das ist die Willy Bogner Zeit. Anti-Gliss. Was ist denn Anti-Gliss? Dass man nicht weiter rutscht, wenn man umkippt? Anti-Gliss. Farbe ist Trumpf auf allen Pisten. Damit man schneller gefunden wird, wenn die Lawine abgeht. Preisschlage. Oh. Mit diesen Knieaufsätzen. Anoraks und Skihosen flott kombiniert. Ja, so sieht das Material aus, als wenn, oder Klarlack drüber gezogen. Skiträger, Skidachträger, oh, Skier. Skier gab es, glaube ich, im Otto-Katalog nicht. Jedenfalls nicht in dem, den ich gesehen habe. So einen Schlitten hatten wir. Hatte ich als Kind so einen Schlitten, nicht diesen Oldschool, sondern den, wo vorne das einmal so dreiviertel Kreis, einmal so rum quasi. Und das hatten wir im Otto-Katalog schon gesehen und da hatte ich mich gewundert, das dachte ich, das gab es damals noch nicht, diese Rückenlehne. Hatten wir halt nicht. Wir hatten den anderen Schlitten. Schuhe, Skistiefel, Freizeitdress.
Da kriegt man doch richtig Lust auf Freizeit. Gott, allein hier, guckt euch da den Schlag an. Kriegst einen Schlag bei dem Schlag. Oder hier auch. Ne? Kann man das sehen? Von der Ferse bis zur Fußspitze geht der Schlag. Bei einer Freizeithose. Oh. Sport- und Sprinterhose. Gymnastikanzug. Oh, Berufskleidung. Ja, das sieht irgendwie so aus, als wenn irgendwie, ich weiß nicht, ob die schlecht abgepudert alle waren oder ob man das damals nachträglich in der Bildbearbeitung irgendwie provoziert hat. Die sehen alle so ein bisschen, die haben alle so ausgeprägte Lichtreflexe. Das weiß ich nicht. Entweder haben sie, wie gesagt, damals beim Fotografieren mit viel Licht, weil Film unempfindlich und keine Ahnung. Aber so richtig Berufskleidung war im Otto-Katalog nicht. Jung und flott, so sieht die neue Hausmode aus. Hausmode. Sowas gab es nämlich, glaube ich, nicht so. So hier Kittelschürzen und so, ne? Sowas hier, Kittelschürze, was Frau, muss man ja leider sagen, damals getragen hat. Auch hier, ne? So, und dann auch wieder in so ansprechenden Farben, so. Orange-grün, Komplementärfarben. Ne? Waren Orange und Grün? Nee, Orange und Blau waren Komplementärfarben. Auch hier. Kittelleck und Kasak, da sind wir wieder beim Kasak. Und Kittelett. Also Kittel irgendwie abgeändert noch. Sowas hatten meine Omas an, wenn sie im Haushalt zu tun hatten. Ach, Kittelett ist richtig eine Exklusivmarke und der Quelle für topmodische Haus- und Berufskleidung. Ja, ne? Oma hatte eine Kittelschürze. Oh, Bademäntel. Bademäntel? Achso, noch mehr. Hier spart die kluge Hausfrau Kleidergeld. Damals hat man ja noch, ne? Haushaltsgeld und davon wieder Kleidergeld. Edelvelour in Spitzenqualität. Wahnsinn. Samtiger Edelvelour. Die neue Nachtmode. Darin soll Frau schlafen können? Oder darin? Oder zieht man das über und vorm Schlafengehen zieht man aus und dann schläft man in irgendwas anderem, weil das ist doch viel zu viel Stoff. Verheddert man sich doch drinne. Also, Frau. Feinbaldist. Hier mit flirrenden Farben. Niki Plüsch. Geil. Faszinierend feminin. Simone. Das sieht eigentlich schon zu elegant aus, um da drin zu pennen. Feinbatist mit Polyesterfüllung. Tja. Nylon mit Polyesterfüllung. Besser nicht. Genau. Unterwäsche. Sag ich mal, so viel anders als die 10 Jahre später auch nicht. Da hat sich in den 10 Jahren, sagen wir mal so, hier sind ja gleich so Mietersachen. Da kam eigentlich erstmal im Otto-Katalog kam so die normale Wäsche. Hier geht es gleich Vollstoff mit Mieterwaren los. Korseletts. Ja, Umstandsmode vor und nach dem freudigen Ereignis. Angora gab es im Otto-Katalog 10 Jahre später natürlich auch noch. Skiunterwäsche. Unterwäsche. Alles natürlich sehr züchtig. In dem 10 Jahre späteren Otto-Katalog hatte ich so Tanga-Strings. Gab es da auch noch nicht, gab nur eine Strumpfhose mit eingearbeiteten Tanga. Ich glaube, hier können wir sowas, also nicht, dass ich sowas suche, aber werden wir nicht sehen. Ist ja, wie gesagt, noch 10 Jahre früher. Ich weiß halt auch nicht, ob Quelle und Otto, ach so, warten aufs Baby, Umstandsmode. Ob man irgendwie sagen kann, der eine war ein bisschen konservativer und der andere nicht, keine Ahnung. Babyausstattung, genau das hatten wir eigentlich auch beim Otto-Katalog.
Genau, Bademantel und dieses ganze Gedöns. Ideal zum Spielen und Rutschen. Was? Stiefelchen im Geschenkkarton? Okay. Oh, Katze und Maus. Oh, Pullover, Acryl. Überall dieses Acryl, 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 Acryl. Die müssen doch alle... Boah, die Wäsche mit der Sonnenkraft, ja. So schick gehen wir schlafen. Ja, aber bequem stelle ich mir das nicht vor. Ach da, die Wäsche, wieder Helix, die Wäsche mit der Sonnenkraft. Helix. Na gut, Strumpfhosen hatten wir 10 Jahre später im Katalog auch noch. Waren auch damals eine Strafe, die zu tragen. Strumpfhosen, lange Unterhosen. Ich glaube, lange Unterhosen habe ich zwangsweise das einzige Mal getragen in meinem Leben bei der Bundeswehr. Diese Anzüge sind klasse. Ich habe so den Eindruck, das war noch so die Zeit, wo Kinder eigentlich schon wie kleine Erwachsene angezogen wurden. Also wenn ich das hier so sehe, finde ich das nicht... Sieht so fast so aus wie die Erwachsenenklamotten. Kein Benjamin Blümchen. Aber den gab es ja auch noch nicht. Glaube ich. Nach Lust und Laune kombinieren. Jetzt kommen hier so Teenies, Teenagers, Teenager-Mode. Was? Kniebedeckendes Lodencape. Interessant. Cord. Cord haben wir bisher nicht viel gesehen. Wieder Acryl. Für 6 bis 16 Jahre. Oh. Strick Acryl. Ich möchte sehen, dass, was das ist. Ja, 70% Polyacryl und Viskose. Trägt sich bestimmt herrlich. Kriege ich schon vom Lesen. Benjamin kam 77. Ja gut, dann sind wir... Und der musste ja erstmal Bekanntheitsgrad erreichen, um dann auf Klamotten gedruckt zu werden. Kinder, diese Maschen sind große Klasse. Soll sich das reimen? Diese Maschen sind große Klasse. Klasche. Klassisch. Diese Maschen sind klassisch. Flotte Nikis und lebhafte Jacquards. Okay. Und natürlich Wollmützen. Grob gestrickt. Und eine Wellfell. Ist die Fellmütze irgendwas Echtes? Chivago-Mütze mit Velour. Mit langflorigen Aufschlag aus Fuchsimitat. Oh ja, hier. Der Horror. Ich weiß nicht, ob ich sowas als Kind tragen musste. Kann ich mich zum Glück nicht dran erinnern. Aber alle, die es mussten und sich dran erinnern, mit Grauen erinnert man sich an... Wie nannten sich die Kapuzenmütze? Nee. Kapuzenmütze? 2? Ja, Kapuzenmütze. 6? Kapuzenmütze. Mit Bommel. Noch peinlicher. Hemden. Blousonhemd. Flanellhemd. Reine Baumwolle. Reine Baumwolle? Wenn du bestellst, ja. Oh, das sind ja Muster und Motive. Teilweise sind die Muster ja nicht schlecht, wenn man sie vielleicht um den Faktor 2 kleiner machen würde und nicht so grob. Ja, also, wisst, was ich meine. Für 6 bis 17 Jahre. Sportliche Kabanjacke. Jacke mit Napper-Imitat-Look mit Steppfutter. Im Napper-Imitat. Boah, Schlaghosen. Wahnsinn. Ein Testbild, genau. Ein Hemd wie ein Testbild. Ausgehhose. Oh, das ist der. Ah, die Herren. Wir sind wieder bei Helix. Der elegante Mann, der sowas tragen kann. Angora-Wäsche natürlich. Lange Unterhosen, Hosen mit Eingriff, Unterhosen mit Eingriff. Da war natürlich der, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass hier noch
was Alternatives kommt. Da waren im 10 Jahre späteren Otto-Katalog war für die Herren das Unterhosenangebot dann schon etwas breiter gefächert im Sinne von, wie viel Stoff darf es denn an der Seite sein? Also wie sexy, um es mal so auszudrücken. Gott. Homedress, mehr als ein Schlafanzug. Können Sie auch den ganzen Tag drin rumlaufen? Sind Muster. Gut, über die Breite der Krawatte verlieren wir kein Wort. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht aus wie Millimeterpapier auf Crack. Eins heftiger. Gut, das ist Uni, das ist Uni, aber die. Wahnsinn. Hemd und Pulli-Set. Der junge Trend. Modisch aktuelle Kragenform. Aber weil der Kragen mal nicht 20 cm lang ist, ist es gleich die modisch aktuelle Kragenform. Tau 100, 100.000-fach bewährt. Ja, klar. Auf dem Schlagermove, wenn man damit vielleicht erhält. Ich hatte schon beim Otto-Katalog hatten wir auch so richtig schöne Puma und Adidas Sportklamotten. Natürlich noch mit dem alten Adidas-Logo und Puma-Logo und so. Damit wäre man heute natürlich auch der Held. Golden Style. Young Club. Zippe im Maul. Arbeitsjeans. Cord-Jeans. Rassig wie nie zuvor. Okay, also ob ich mit Cord-Jeans den Begriff rassig verbinde. Tweed-Anzug, topmodisch und preiswert. Blazer-Anzüge. 5 Farben, 2 Formen. Der Anzug nur 229 Mark. Ja, das stimmt. Ja, das ist nun mal der damalige Look. Rex Gildo. Der sportliche Anzug für fortschrittliche Männer. Ey, dass die teilweise Zigarette im Mundwinkel haben, also so. Kann ich mich beim Otto-Katalog nicht dran erinnern. Anzug mit 2 Hosen. Wollkarban, wir sind schon wieder beim. Männlich markant, Bärenlook. Hochwertiges Pelzimitat. Groß in Mode, klein im Preis. Parkas mit Ausreißfutter. Ausreißbares Teddyfutter. Dann nimmt das Futter Reiß aus. Ah, sieht aus wie Leder, kostet aber nur 59 Mark. Sie hätten auch schreiben können, sieht aus wie Leder, ist aber scheiße. Was ist denn das bitte? Ach, das wird ja nicht genau erklärt. Aktuelles Modell aufgesetzt. Futter, hier steht nur, das Futter ist 100% Polyamid. Aber woraus die außen ist, steht da nicht. Echtes Leder. Hier kann sich jeder echtes Leder leisten. Hochwertiges Napperleder. Hab natürlich überhaupt kein Gefühl dafür, was weiß ich, so 300 Mark. Was war das damals? Ich hatte ja gesagt, so bei dem anderen Katalog hatte ich ja so als Vergleich, was mein erster Computer gekostet hat oder was der tragbare Stereo-Kassettenrekorder gekostet hat, den ich mal bekommen habe. Das habe ich mal irgendwie erfahren. Da hätte ich so ein Gefühl dafür gehabt, aber was hat das hier zu bedeuten, der Preis, ne? Kannst ja nicht sagen, oh, rechnest du um in Euro? Nee, das ist fast 50 Jahre her. Also Geld wert und bla. Ich glaube, der erste Schnauzer. Hätte ich jetzt vielleicht in der Zeit mehr erwartet. Ah, hier ist wieder unser Heinz Östergaard. Unterziehrollis. Young Club.
Ey, das sieht doch überhaupt nicht anders aus als das, was vorher war. Grobstrick. Sportliche Jacken. Oh, der Herr lädt erstmal die Knarre. 300 Mark sind 451 Euro inflationsbereinigt. Interessant. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie, jetzt kann ich nicht mehr D-Mark in Euro. Waren 300 D-Mark, wären das 150 ohne Inflation? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder haben wir nicht gesagt, alles wird. Der Umrechnungskurs war 1,968 irgendwas? Na, ich weiß es nicht mehr. Rahl-Testat. 150, ne? Wahnsinn, ne? Und dann musst du durch zwei teilen, um auf Euro zu kommen und dann mal drei nehmen, um Inflationsbereinigung. Gut. Polyacryl. Echt ernsthaft? Auch wieder hier Zippel. Oh, erstmal ein Bierchen. Ne? Erstmal Prost. Kippen wir uns einen hinter die Binde. Shetland Style. Kannst sofort. Nachrichtensprecher. Das ist interessant, ne? Warum sind auf den Strumpfhosenpackungen nackte, mehr oder weniger nackte Frauen drauf? Ne? So, die hat ja noch was an. Natürlich hat die irgendwie was Kurzes an, damit man die Beine sieht, weil es geht ja um Strumpfhosen. Aber hier auf den anderen hat man irgendwie einen Vorwand gesucht, mal eine nackte Frau auf eine Packung zu machen. Wobei die Zielgruppe waren Frauen. Also, was versuchte man damit zu sagen? So erotisch seht ihr aus, wenn ihr diese Strumpfhose trägt, tragt, tragt. Gott, mit verdecktem Schlitz. Mit Reiß. Strumpfhose mit Reiß. Auch der Mann trägt Strumpfhose mit Reißverschluss. Oh. Ich dachte gerade, das wären Handtücher. Nein, das sind Strümpfe. Okay. Kannst als Regenbogen gehen. Kinderstrümpfe. Außergewöhnlich strapazierfähig. Strumpfhosen hatten wir schon. Grausam. Grausam, grausam. Oh, Schuhe. Ja, hier so ein bisschen. Plateausohle. Why not? Solche Absätze für ihn. Ach, das ist für ihn. Okay. Nehme ich zur Kenntnis. Bei dem anderen, bei dem 10 Jahre später Otto-Katalog, war gerade Mokassins wohl der heiße Scheiß. Also, da waren Mokassins ohne Ende drinne. Ach, Wandern, Regen, Stiefel, die Standard. Stiefel, die da als Frau trug. Echte Tibet-Ziege. Echt Seehund mit Lammfellfutter. Geil. Von außen Seehund, von innen Lamm. Okay, jetzt kommen hier die Damen. Oh ja, das ist natürlich schon ein bisschen ha Hardcore-Rieger mit den Sohlen. Ich darf mich nicht so weit nach rechts lehnen, weil wenn ich mich zu weit nach rechts lehne, verschwinde ich aus dem Bild. Hab ich mal mit der anderen Hand blättern. Das sieht alles irgendwie sehr ähnlich aus. Nicht viel. Oh, Moonboots. Nennen die sich? Ja, nannten sich damals schon Moonboots. Mit so Trotteln. Trotteln? Nannte man das Trotteln? 14? Steht da nicht. Leichte Cosi-Sohle mit Absatz. Hausschuhe. Geil. Plateau-Hausschuhe. Clogs. Weiß ich nicht, 15 cm Absatz. Uschüsch. Familienhausschuhe. Oh Gott, Regenschirme.
Okay. Die Muster, die kennt man noch. Das ist so Omas Regenschirm, ne? Omas Handtasche. Jeder Hänger, wieso in Anführungszeichen? Jeder Hänger. Ich habe Anhänger, kenne ich. Portemonnaie, Nageletui ist auch eine schöne. Also hier sind Nageletuis und das zwischendrin sind dann Handtaschen und Portemonnaies. Gut, ist natürlich bei so einem Katalog auch so. Wo packen wir Nageletuis hin? Aktenkoffer. Ja, das sind noch diese, wir hatten in dem 10 Jahre später Katalog, hatten wir so, allerdings, der geht ja unten noch ein bisschen, hatten wir wirklich diese Aktenkoffer und natürlich die tollen Samsonite-Koffer. Die werden wir hier wahrscheinlich noch nicht finden. Hier haben wir noch die klassische Aktenmappe, Aktentasche, gar nicht so sehr Ordner. Koffer. Oh, hier sind auch schon die ersten Kunststoffkoffer. Nicht Samsonite, sondern Concorde, aber schon Kunststoff. Wer ist cool? Der mit dem Hund? Der mit dem Hund? Och, süß. Das sind Schulranzen, oder? Schulranzen. Mit lustigem Aufdruck. Guck mal, offensichtlich so Scout. Entweder hatten sie keinen Scout oder Scout gab es damals noch nicht im Otto-Katalog. 10 Jahre später hatten wir Scout. Aber hier, das sind so. Habe ich gar nicht erkannt, dass das Schulranzen sind. Geil, wie hießen die Dinge? Ich darf nicht so auf den Tisch hauen, sonst dreht der Mond die Kamera. Genau. Wertvoller original ägyptischer Kamelhocker. Auf so einem Ding habe ich bei irgendjemandem auch mal gesessen. Als Kind. Und diese runden, auch so etwas, weiß ich nicht, orientalisch, exotisch anmutenden Dinge. Kamelhocker. Genau, so, das erinnere ich noch. Scout wurde 75 eingeführt. Okay, dann schwierig, dann schon so schnell in den Quellekatalog zu kommen, wahrscheinlich. Ey, mich nervt das mit dem Licht. Kriege ich dich hier nicht so ein bisschen? Das Gute ist, die Lampe ist ziemlich. Das ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, gut. Kriege ich dich noch ein bisschen gebogen? Weil eigentlich ist die Lampe recht flexibel. Das gefällt mir besser. Perlen vor die Säue. Silber. Vielleicht kommt das noch, aber im Otto-Katalog war Gold. Da war aber mehr Gold. Im Otto 10 Jahre später. Was ist das? Elfenbein. Okay. Amethyst. Granat. Granat war, glaube ich, im Otto-Katalog auch. Kampf dem Unfalltod. Die SOS-Kapsel hilft Leben retten. Okay. In dem 2 Pfennig großen Behälter ist ein 63 cm langer Kunststoffstreifen zerstörungssicher verschlossen, auf dem in 6 Sprachen persönliche Daten und Hinweise für ärztliche Betreuung vermerkt sind. Dieser Lebensretter wird von vielen Hilfsdiensten empfohlen. Was sagt der Fachmann dazu? Uhren. Hier werden wir wahrscheinlich. Im Otto-Katalog, 10 Jahre später, hatten wir schon Digitaluhren. Aber hier habe ich so meine Zweifel, dass wir Digitaluhren finden werden. Das ist alles noch. Oh, ich werde Lügen gestraft. Aber okay, das ist so eine, schon so eine normale, aber das hier sind ja noch so. Ne? Rot auf irgendwas. Aha. Okay, also es gab schon Digitaluhren. Neu, sechsstellig, mit Sekunden. Im Otto-Katalog hatten wir sogar eine mit wo man, ich glaube, Nummern, also Buchstaben und Zahlen, also quasi Telefonnummern einspeichern konnte. Geräuschloser Lauf, sanftes Wecken. Diese Apfeldinger kenne ich noch. Und diese Wanduhren kenne ich auch noch. Okay. Haben die auch. Genau.
Die hatte ich im Autokatalog schon gesehen und gesagt, wie geil ich die fand. Die unter dieser Glaskuppel, diese Uhren mit diesen vier Kugeln, die sich immer so in die eine Richtung drehten, immer langsamer wurden, in die andere Richtung sich drehten, also immer sich so hin und her drehten. Diese vier Kugeln, die da so unten drin und wie gesagt, immer mit dieser Glaskugel da drüber weg. Kuppel, nicht Kugel. Geil, Kuckucksuhren. Oh, Schule. Schulmaterial. Spannend. Wow, so viel. Zirkelkästen. Rotring. Was? Aluminiumfolie? Frischhaltefolie? Hä? Okay, sie haben hier halt so Papierwaren und dann haben sie da noch gesagt, hauen wir noch gleich die anderen Papiersachen von diesem Hersteller dazu. Oh, da muss ich... Ich muss mal wieder ranzoomen. Ne? Leider hier im Knick. Kennt man auch. Ne? Die Kassettenbar. Genau, die konnte man übereinander stapeln, konnte man so drehen und konnte man so senkrecht die Kassetten reinschieben. Immer so drei, vier Stück und dann die nächsten vier. Und so einen Kassettenkoffer habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. So ein Ding habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht. Aber wie gesagt, die Koffer kenne ich und diese Drehdinger kenne ich. Geschenkpapier, Müllsäcke, also mittendrin, gut, das ist, haben sie wahrscheinlich gesagt, packen wir da hin, weil das der Hersteller von dem Gedöns ist. Ja, genau, sowas mit diesen Tasten mit Buchstaben und hat man da drauf gedrückt und dann klappte das auf und automatisch beim richtigen Buchstaben der Bereich war dann aufgeklappt. Na, Orange war ein sehr beliebtes, war eine sehr beliebte, na, wie heißt das, Farbe in der Zeit. Ne, ist hier alles orange. Oh, das Ding. Sowas hatte ich auch mal in der Hand. Ich weiß nicht, ob ich das sozusagen selber hatte oder wie ich da rangekommen bin. Aber sowas habe ich auch mal benutzt. Ach ja, das meinst du, ne? Hier, wo ist sie? Moment. Ich hab's geahnt. Testing, da bin ich wieder. Genau, diese... Aber auch das Ding da unter, das ist genau das gleiche wie hier oben. Ne? Auch da hat man, glaube ich, auf die entsprechende Taste gedrückt und dann ging die Schublade auf und es war genau das Blatt oben zu dem Buchstaben passend. Aber wie gesagt, wo ich darauf hinaus wollte, ist... Die Dinger. Heute hast du diese Labelprinter. Damals hattest du die... Wie nannte sich die? Rotex 37 Prägegerät. Genau, das waren nämlich so Kunststoffstreifen. Und diese Kunststoffstreifen waren aus irgendeinem farbigen Material. Und man hat an diesem Drehding, hat man den Buchstaben eingestellt. Genau, Prägegerät. Und dann hat man hier, hat man quasi so, also so gedrückt. Und dann wurde der Buchstabe von unten gegengedrückt. Das Material wurde gedehnt. Und dadurch, dass das Material gedehnt wurde, hat es die Farbe verloren. Und deswegen konnte man das hinterher so gut sehen. Also die Buchstaben waren erhaben, weil das Material hochgedrückt wurde. Und durch die Dehnung, die das Hochdrücken ja mit sich brachte, ging die Farbe weg und dadurch war es dann schön weiß. Hätte ich stundenlang mit Sachen beschriften können. Heute hat man ja diese Drucker. Labelprinter. So, was haben wir hier? Ach, immer noch ideal. Briefmarkenalben, Fotoalben, Münzsammeln, Bilderrahmen. Oh, Weihnachtsbeleuchtung. Künstlicher Weihnachtsbaum. Gab es damals schon künstliche Weihnachtsbäume? Ich bin erstaunt. Adventskränze. Apropos Adventskränze. Planänderung, es wird nicht als nächstes der Mole King 13107 gebaut. Ich habe einen wichtigen Auftrag aus der oberen Chefetage bekommen. Also macht euch auf was gefasst. Ich sag nur Adventskranz. Oh, Quelle Sonderausgaben sind mehr wert als sie kosten.
Okay, dann hat Quelle wohl auch eigene Bücher vielleicht oder existente Bücher selber nochmal verlegt, um sie zu günstigeren Preisen anbieten zu können. Gott, oh Gott, oh Gott. Und Jimmy gegenüber den Regenbogen. Ne? Johannes Mario Simmel. Die Brücke von Arnheim. Niemand ist eine Insel. Angelique. Erster Teil. War das nicht so leicht? Erotik? 17, 17, 17. Steht nur Angelique, erster und zweiter Teil, sehr preiswert. Na, vielleicht verwechsel ich das auch. Oh, Black Beauty. Black Beauty hatten wir letztens das Thema, dass Black Beauty so ein Kinderbuch war, wo es um ein schwarzes Pferd ging. Ging um die Namen. Oh, was ist was? Also ich wusste, dass es was und was schon lange gibt, aber so, obwohl ja, ich habe die als auch schon als relativ kleines Kind habe ich was und was gelesen. Insofern nicht so überraschend. Okay. Hunde, Katzen und so weiter. Duden, Brockhaus, Dierke Weltatlas, wer ihn nicht in der Schule hatte. Der große Schellatlas. Wir hatten damals im Auto den VAG, also VAG war ja früher Volkswagen Aktiengesellschaft, der VAG Atlas, den hatten wir im Auto. Globen, zweifach. Zweifach hieß doch irgendwie, genau, physikalisch unbeleuchtet, politisch beleuchtet, deshalb zweifach. Okay. Gesund durch Kräuter. Kann okay sein. Was ist das? Perücken. Okay. Perücken. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die im 10 Jahre später Autokatalog nicht hatten. Geil. Der Typ hat eine Pfeife in der Hand. Hier steht Pfeifen, Seite 743. Da bin ich ja gespannt. Ah, die Quelle-Exklusivmarke für Schönheit und Frische. Ja, wieder Nageletui. Tabak. Rasiercreme. Tabak-Original. Eventa, die exklusive Pflegeserie für den Herrn. Seife. Oh, Kristallparfümzerstüber. Wurde so. Schöner Baden. Saunawäsche. Kondome. Bei den Kondomen im Otto-Katalog 10 Jahre später waren auch noch ein, zwei andere Sachen. Hier nicht. St. Paul, Moorbäder. Das Moorbad zu Hause. Viel Spaß beim Reinigen der Badewanne. Oh, geil. Schwurbelkram. Kupferarmreif. Kupferarmband. Oh, was ist das denn hier? Bei den Kondomen haben sie auch so Erotim Spezialkassette, ein Sortiment mit verschiedenen Oberflächenstrukturierungen. Wie technisch kann man es noch machen? Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Armband aus Kupfer. Beliebt und begehrt wird gern als Schmuck getragen. Ach, die Dinger gab es früher, glaube ich, auch so in dubiosen Anzeigen. So für Frau auf die Brust Wasserstrahl und das sollte wahrscheinlich. Weiß ich nicht, was man sich davon, oder Frau sich davon, für intensivere Durchblutung. Irgendein Fernziel muss damit ja verbunden gewesen sein. Hier spart die Hausfrau. Also über das Frauenbild müssen wir uns hier gar nicht. Ach, die Kerzen fand ich auch immer ganz schrecklich. Diese, wie heißen die? Reliefkerzen? Hier steht nur Zierkerzen. Kerzen, Zierkerze, Zierkerze. Aber die so richtig. Ja, wo richtig sowas eingeschnitzt war und dann noch so verdunkelt. Boah. Kulturbeutel. Kosmetiktaschen. Nähwagen. Nähkurzwaren. Okay. Nähkorb und Nähständer, wo man sich notfalls auch draufsetzen konnte. Was ist das? Handstrickgarne. Okay. Das gab es beim Otto 10 Jahre später nicht.
Taschentücher. Taschentücher aus der Tüchertasche. Gott, Handtücher. Oh, wir deuten mal ein bisschen Nacktheit an. Sind das Teppiche oder Handtücher? Es sollen wohl noch Handtücher sein. Hier sind die Teppiche. Da sind wieder Farben. Bettwäsche. Aber auch hier schon, hatte ich ja vorhin jetzt gesagt, im Otto-Katalog fand ich ja ein bisschen interessant. Da waren ja manchmal Produkte mit etwas Frauen in anzüglichen Situationen. Für die Zeit muss man ja sagen, dass hier so Frauen sich in den Betten tummeln, mehr oder weniger gelangweilt. Telefon? Och, das sind wieder Muster und Farben. Das ist... Oh. Disney? Oh, Disney. Tatsächlich mit Disney drauf. Die kommt mir bekannt vor. Ich hatte ja im Otto-Katalog 10 Jahre später, nenne ich ihn jetzt weiterhin, da hatte ich ja tatsächlich eine Bettwäsche entdeckt, die wir heute noch haben und bis vor kurzem noch im Einsatz hatten, glaube ich. Oder so, für Gäste oder so, hatten wir so ein Pierrot. Und das war exakt die Spannbetttücher. Decken, flauschige Decken, Tischdecken. Und wie gesagt, das sind doch Tischdecken, die haben wir doch vor 100 Seiten als Blusen und Hemden gesehen. Gut, vielleicht ein bisschen kleiner gemustert, aber so von den Mustern per se haben wir das vorher auch am Körper irgendwelcher Menschen gesehen. Man stickt wieder selbst. Das hat meine Mutter tatsächlich gemacht. Ja, stimmt, stopfte einmal da war. Das hat meine Mutter auch gemacht. Da kriegte man irgendwie dann so ein Stück Stoff geliefert und da war dann schon quasi so ganz leicht eingezeichnet und dann war da Stickgarn dabei und dann hat sie da immer gestickt, immer Faden an Faden an Faden und als sie fertig war, hatte sie eine schön gestickte Tischdecke. Flocati. Hauptsache es flauscht. Oh, jetzt wird es ein bisschen schlichter. Rustikaler Webstretch in harmonischer Ton-in-Ton-Melange. Echt. Formstabil mit Federk. Das sind wieder Muster. Okay, hier kommen keine Muster, weil das sind Inlets. Die brauchen kein Muster. Würde mich aber nicht wundern. Für gesunden Kinderschlaf. Reformbetten. Ein Bettdecke, zwei Bettdecke. 7. Eine Tagesdecke, die zum Kuscheln einlädt. Naturfarbiger, herrlich dichter Langflor im beliebten Flocati-Charakter. Habe ich gesagt, ne? Darfst kein Chihuahua haben. Flop weg ist er. Stepp- und Daunendecken. Oh, diese Decken, die mochte ich. Die hatte, glaube ich, ich glaube, sowas hatte meine Oma, Opa väterlicherseits. Die hatten, glaube ich, so eine Tagesdecke, die so synthetik strukturiert war. Also, ich glaube, wenn man da genau lange genug drauf guckt, sieht man irgend so ein 3D-Objekt. Ich fand die Gardinen ja in dem anderen Katalog schon heftig, aber das toppt es noch. Uni ist immer Mode, weil Uni immer passt. Oh Gott, 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 Gott. Was macht die da? Ach, ich wollte gerade sagen, was macht die hinter der Gardine? Das soll wohl ein Duschvorhang sein. Es lebe das bunte Bad. Okay, gekauft. Teppich, geht's genauso weiter. Teppichfliesen. Ja. ja, das ist halt. Also meine Eltern hatten zum Beispiel ganz am Anfang, als wir da, wo ich sozusagen groß geworden bin, bewusst,
Da hatten sie auch nicht in dieser Farbe, aber auch so Teppichfliesen verlegt, so in so einem Grünton. War praktisch, wenn eine Fliese irgendwie mal einen Fleck hatte, konnte man die rausnehmen und irgendwo in eine unwichtige Ecke oder unter den Sessel packen und dafür die andere dahinlegen. Ja gut, diese so, ne, Perserteppich oder wie sich das nennt, Brücken und Co., das hatten wir 10 Jahre später auch noch. Oh, Bärenfell, künstliches, Flocati. Ach. Hier ist wieder. Guck mal, da haben sie so eine Art Wasserpfeife. Eins ist. Warte, geht's ja, es geht ja nur um den Teppich, geht ja nicht um die. Ja, Flausch, Flausch, Flausch. Boah. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Beim Otto-Katalog waren, es gab auch sowas, aber im Otto-Katalog 10 Jahre später waren schon diese Wohnzimmerschränke mit, wo das so ein bisschen aufgelockert war, wo mal ein niedriges Element war, ein höheres Element, ein Element, was oben so achteckig, also nicht achteckig, aber so 45 Grad und so, Glas, Vitrine und so. Die Dinger gab es auch, aber hier geht es halt gleich mit diesen Brutalo-Wandschränken los, die wirklich halbwegs immer das gleiche Breite und immer alle bis halbwegs zur Decke hoch und natürlich dunkel. Dunkel. Erschlag mich optisch. Oh. Eine tote Robbe als Teppich. Ja, sie hatten ja schon diesen falschen Bären. Wohnwand. Ja, das ist ja wenigstens schon mal ein bisschen heller, aber Wand ist es trotzdem. Das sind Fronten und das ist bestimmt alles Korpus, Kunststofffolie weiß, Front, Kunststofffolie Nussbaum. Wänge oder palisanderfarbig. Oben 6 Türen, darunter durchgehend Buchnische mit 2 Stereoblenden. Okay. Alles in diesem Kunstleder und Stoff. Was ist das? Epingle-Qualität. Viskose. Couchtisch. Ist das Marmorplatte? Platte Marmorgrün werde Composto mit Polyesterschutz. Ja, mit den HiFi-Geräten oder mit natürlich Fernseher drinne, vielleicht noch die Lautsprecherboxen drinne. Wohnzimmertisch, bisher haben wir hier Holz. Holz, was ist das? Nummer 9 ist Onyx Marmorplatte. Okay, Glasplatte. Habt ihr auch den Fliesentisch? Im 10 Jahre später Otto gab es noch den klassischen Fliesentisch. Ja, hier so Bett zum Hochklappen in den Schrank reinklappen. So sollen Jugend- und Gästezimmer aussehen. Naja, wenn ihr meint. Oh. Das sind Wände. Grün. Obwohl ich überlege gerade, mein Kinderzimmer war auch grün. Aber so ein nicht so krasses Grün, so ein eher so ein blasses Grün mit Kieferoptik. Ich glaube, Korpusgrün, Türen, Kiefer. Also Optik, nicht massiv. Ah, hier kommen wir wieder zum Thema Schlafzimmer. Spiegelschränke. Kann sich jeder seinen Teil denken zu den Spiegelschränken. In dem Otto 10 Jahre später Katalog waren ja dann über den Betten immer noch so Spiegel im 45-Grad-Winkel, was ich überhaupt nicht kannte. Habe ich meiner Frau nochmal gezeigt, meint sie, hat sie mal so im Vorbeigehen im Schlafzimmer von Eltern einer Klassenkameradin gesehen. Ich so, oha. Ja. Ich hatte das, wie gesagt, noch nie gesehen. Aber meine Frau hatte genau das gleiche, wie ich sie meinte. Sie fand auch diese Betten geil, so mit einem gebauten Radio. Können wir hier, glaube ich, vergessen. Ah, HiFi-Möbel.
Aber hier ist noch so, ne? Plattenspieler, Radio, Receiver vielleicht, ne? So Stereoanlage werden wir hier, glaube ich, noch nicht sehen. Sekretär, Schreibtische, natürlich hier das Full-Kunststoff-Modell. Ah, jetzt, das hatten wir auch bei Otto. 10 Jahre später hatten wir auch hier so Land, ist es? So, ja, so halt, weiß ich nicht, rustikal, Stil, altdeutsch, keine Ahnung. Sowas hatten wir im 10 Jahre später Otto-Katalog auch noch. Im Otto-Katalog hatten wir auch, wo du gerade sagst, eine Bar. Im Otto-Katalog hatten wir so einen Globus, wo du so die obere Kugel, Halbkugel aufklappst und dann ist da unter, was weiß ich, Gläser, Whisky, Cognac, sonst irgendwas. Hatte Tessie erzählt, hat sie ihrem Vater mal gekauft bei eBay. Wie gesagt, Andi, wenn du Lust hast, guck dir das Video an, war irgendwie auch ganz unterhaltsam. Da war Tessie im Chat. Und dann haben wir da ein bisschen über die 80er geschwelgt. Hervorragende Plüschqualität. Oh, Plaste-Elaste. Was haben wir hier? Im anderen Katalog hatten wir Barbie. Wir haben hier auch Barbie. Und den Malibu Ken. Und Malibu Christie. Ja, genau, die blauen Puppen. Hatte meine Frau mir von erzählt, dass der Östergard so blaue Puppen. Ach nee, Blödsinn. Blau, die sind nur Platzhalter, weil der Östergard hat die Klamotten für die Puppen entwickelt. Jetzt, deswegen steht hier ja Original Östergard-Modelle. Und die Puppen sind nur so Platzhalter, es geht um die Klamotten. Da konnte man also von Herrn Östergard designte Puppenklamotten kaufen. So war das. Ach nee. Puppen. Ich kann lachen und weinen. Ich bin so groß wie ein richtiges Kind. Ja, kommt aufs Alter drauf an. Puppenwagen, Staubsauger, Bügeleisen, Nähmaschine, Bügelbrett. Ne? Man muss die Kinder, in diesem Fall wohl leider, die Mädchen ja auf ihre Rolle vorbereiten. Arztkoffer, Kaufmannsladen, Plaste, alles Plaste, Elaste. Stofftiere, Asterix und Obelix. Plumperquatsch. Plumperquatsch erinnere ich auch noch. Kinderpost. Oh, was haben wir denn hier? Gewinnen Sie den Quelle-Schatz. Teilnahmeschein. Postleitzahl, Wohnort. Einsendeschluss 4.11.75. Wird knapp. Wird knapp. Kriegen wir, also wenn ich jetzt losgehe. Ach, guck mal, da sehen wir noch, wer den ursprünglich mal bekommen hat. Obelix hat eine Säufernase, dabei hat er so selten getrunken. Oh, hier, das hatten wir auch. Rustikale Besteckgarnitur. Im Otto-Katalog hatten wir genau dieses Besteck und da hab ich gesagt, das erinnert mich so an Fondue-Besteck. Und tatsächlich, 2 Seiten später kam Fondue mit diesem Holz, mit den farbigen Dingern hinten dran. Und Tessie sagte, das kannte sie auch. Restkreditversicherung. Teilzahlung, Barkredit, Dauerkonto. Kauf ohne Nachname. Stimmt, damals musste man ja noch per Nachname viel bezahlen. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich wollte mir das noch mal angucken. Tatsächlich, beinahe eine Säufernase. Was soll das denn? Ich weiß, Obelix hat in einem, da sitzen sie irgendwo in der Kneipe und er trinkt sich einen an und da kommt dann die berühmte Szene, wo er statt natürlich sagt er Latür nicht. Wer ist das? Professor Heinz Haber, bekannt durch seine populärwissenschaftlichen Fernsehsendungen, sagt über die Experimentier- und Lehrbaukästen bla bla bla. Philips, Kooperation mit Philips. Asterix ist unterm Chat. Ach so, ich kann noch mal zurückblicken. Kein Problem. Da ist er. Fröhliche Kuschelgefährten zum Liebhaben. Okay. Und hier ist Heinz Haber. Ich kann ja ein bisschen noch, ne? Ich darf nicht zu weit nach unten rutschen. Ich kann aber noch ein bisschen weiter nach rechts. Das Licht auch besser.
So, Chemie, Baukasten, elektronische Experimente, Mikroskop, Radio und Elektronik, Biologie, Steckspiel, Konstrukteur. MB präsentiert. Oh, hallo Dela. Heinz Haber kam aus Hamburg. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Peer Augustinski. Plastikant. Von MB Plastikant. Ministeck. Ministeck war, glaube ich, im 80er auch noch. Hallo CT. Wir sind noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gereist. Oh, Flottenmanöver. Dalli Dalli gab es als Spiel. Viel gewinnt. In Hamburg gestorben. Kein schlechter Ort zum Sterben. Tipkick. Oh, das ist nicht das Original Tipkick. Das auch nicht. Das ist kein Original Tipkick. Spielesammlung muss sein. Das große Postamt. Dieses Original viel gewinnt haben wir auch noch irgendwo rumschwirren. Oh, Spirograph. Somebody know Spirograph? Da gibt es auch eine coole Website, da kann man das machen. Das ist hier leider nur zum Teil drauf. Ah, ist leider nur ganz knapp drauf. Spirograph, das waren so runde, so Zahnräder mit Löchern drinne und dann wiederum Zahnraddinge und dann konnte man da mit dem Stift rein und dann ist man immer den Bewegungen gefolgt und dann hat man ganz tolle Muster gemacht. Ja, der sieht aus, das ist nicht der, der im Postamt arbeitet, der ist der, der da gleich das Postamt überfällt. Geil, auch schon. Autobahnspiel. Was soll ich mir darunter vorstellen? Ölmagnat. Ne? Der Ölmagnat fördert das Öl, damit die Autos über die Autobahn fahren können. Ah, nee. Simsalabim. 50 Tricks. Und Puzzle. Okay. Zoomen wir mal wieder zurück. Billard. Tischkicker, 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 Tischkicker. Eishockey. Wandteppich. Gips-Gießform-Sortiment. Schon klar. Sowas habe ich auch mal irgendwo gesehen gehabt. Auf jeden Fall hatte ich so ein Laubsäge-Equipment. Das hatte ich mal, das erinnere ich. Hier war gerade noch, hatte ich noch gerade was gesehen. Was habe ich denn gerade noch gesehen? Was auch, das war nämlich auch im Otto-Katalog. Das war. Genau, hier oben. Ministeck. Ministeck hatten meine Cousinen. Und wenn ich damals zu Besuch war, habe ich mit diesem Ministeck gespielt. Man findet ja dann immer das ganz spannend, was man selber nicht zu Hause hat. Das war wahrscheinlich frühe Begeisterung für Pixelgrafik. Modelleisenbahn. Carrera. Carrera. Grand Prix. Fake Carrera. Mattel. Heiße Räder. Ob das vielleicht Hot Wheels war? Heiße Räder. Oh, und das hatten. Ah, muss ich wieder zoomen. Das hatten meine Cousinen auch. Habe ich immer sehr begeistert mit rum, weil. Komme ich so weit? Mist, ich komme nicht so weit nach. Ich schieb gerade mein Tablet weg. Oh, scheiße. Okay, Leute, ich muss mal kurz improvisieren. Bringt das was? Nicht das. Nee, das bringt nichts. Also, hier ist Etch a Sketch. Etch a Sketch fand ich total geil. Ich weiß nicht. Diese. Ups, jetzt fällt hier alles raus. Ah, das schmeißen wir zur Seite mal kurz. Also, Etch a Sketch war halt dieser so ein roter Kasten mit einer grauen Fläche. Hellgrauen Fläche und zwei Drehrädern. Und dann konntest du das Ding irgendwie über Kopf schüttel, schüttel, schüttel. Dann war es eine durchgehend graue Fläche und an irgendeinem Punkt war sozusagen dein Stift. Nur der Stift war quasi von unten an dieser grauen Fläche und dann konntest du den Stift so plottermäßig, XY-mäßig mit diesen beiden Drehrädern steuern. Und konntest den so über diese Fläche bewegen und hast dabei diese dunklen Linien hinterlassen. Es war schwer, da irgendwas
Sinnvolles zu malen, weil, wie gesagt, du hattest quasi XY, aber es macht dir tierisch Spaß. Also mir hat es immer tierisch Spaß gemacht. Und wie gesagt, umdrehen, schütteln, alles wieder weg, kannst weitermalen. So ein bisschen wie diese Dinger gab es auch mal, wo man mit einem Stift drauf malt und dann so ein Schieber hin und her, wo dann so eine Folie, ich erinnere mich dunkel. Ja, Schießstand, boah, stabil würde ich sagen, ne? Schaffnergarnitur. Ja. Hier, Spielzeug, Spielzeug, Spielzeug. Spielzeug, Spielzeug. Geil. Hier, 4, 4,5 Volt, ne? Waren das? Diese mit diesen beiden Zungen. Normalbatterie, 4,5 Volt. Genau, magische Tafel hieß das. Ne? Gibt es heute gar nicht mehr. Diese Normalbatterie 4,5 Volt mit diesen beiden Metallzungen obendrauf, wüsste nicht, dass die heute noch benutzt wird. Was haben wir hier? Dampflokomotive. Dampftechnik, keine Dampflokomotive oder Dampfwalze. Plaste, Plaste. Oh, Telefon. Haustelefon. War noch nicht erlaubt. Wahrscheinlich nur intern. Super 8 Projektor. Walkie-Talkie. Schreibmaschine für Kinder. Gitarre. Blasharmonika. Orgeln. Moderne Heimorgeln. Nicht schlecht. Oh. Spielwerkbank. Glockenspiel. In Liederheft. In Liederheft. Meine wohl mit Liederheft. Es ist alles nur so Plastik. Musikreisen. Ja, Taschenlampen, aber eben müssen ja interessante Formen gehabt haben. Starke Männer scheuen keine Abenteuer. Was sind das? Das ist nicht Big Jim. Das ist nicht Big Jim. Superman. Also nicht Superman, sondern Supermann. Neu bei Quelle. Ja, okay. Playmobil. Ritter. Cowboy und Natives. Baustelle. Hatte ich. Hatte ich, hatte ich, hatte ich. Oh, noch mehr Krams. Für kleine Trapper und so weiter. Parkhaus war ja auch immer Standard. Oh, Fahrräder. Bonanza? Nicht richtig Bonanza-Fahrrad. Aber Catcar. Elektro-Selbstfahrer. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Geobra. Catcar. Ui. Das wird doch spannend jetzt. Hatten wir auch im Autokatalog Knarren. So, das ist Schreckschuss. Schreckschuss, Schreckschuss. Sind frei verkäuflich an Personen ab 18 Jahren. Das ist Luftpistole, Single-Action-Revolver. Revolver, weil irgendwie genau zu der Zeit wurde gerade das Waffengesetz verschärft. Bis irgendwie 75, 76 konnte man nämlich auch scharfe Waffen so einfach im Katalog bestellen. Aber das sieht mir hier alles, das scheint alles schon so. Genau, Luftgewehr, Luftgewehr, Luftgewehr. Obwohl hier steht Maß LG Einzellader. Ja, steht wahrscheinlich auch für Luftgewehr. Und die reden alle von Diabolos. Aber da sahen einige schon heftig aus. Haben die auch hier so Verständnisplatten? Haben die auch. Nee. Im Autokatalog hatten sie nicht nur hier Munition, also die nötigen Platzpatronen, Gaspatronen und so. Die hatten auch die so Vogelschreckartige und Sachen für Silvester halt. Ist hier ja auch so abgebildet. Ah, sie reden hier aber auch aus einer Lohne oder eine amtliche Altersbescheinigung der zuständigen Behörde, zum Beispiel Bürgermeisteramt. Angebote 3, 4 und 7. 3, 4 und 7. Was ist 7? 7 Doppel. Ach, der dürfen nicht nach West-Berlin geliefert werden.
Warum? Ist mir ein Brezel. Ach, guck mal, die hatten wir im Otto-Katalog auch, die Oldschool-Rollschuhe, die man so über Schuhe hinweggezogen hat. Da hatten sie im Otto-Katalog 10 Jahre später aber auch schon Roller Skates. Hier damals Rollschuhe mit Spannbacken. Fahrräder, Tandem, Zelte, okay, Wohnwagenkurier. Hatten sie wahrscheinlich noch ein extra gehört. Ah, Mars, Highriser 20. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon so ein bisschen. Amerika Superhit Rally Cross. Ja, das. Dreifachbremsanlage. Doppelfelgenbremse und Rücktrittbremse. Dreifach hält besser. Wo seid ihr denn gangschaltungstechnisch? Im Otto-Katalog waren wir schon mal bei 10 Gang. Hier sehe ich gar keine Gangschaltung. Ah, doch. 19 Gang. Nee, 10 Gang, ich wollte schon sagen. 19 Gang ist viel zu viel für die Zeit. Also 10 Gang. 10 Gang war damals Limit. Ne? 5 hinten, 2 vorne. Java, robust und grundsolide. Komplettpreis inklusive Überführung. Wahrscheinlich hat sich einer draufgesetzt und ist zu einem gefahren und hat die geliefert. Oh, noch mehr. 25, 40er. Ja, bis der hält. Mit Flüssigkeitskühlung. Reifen. Jetzt frage ich mich gerade beim Otto-Katalog hatte ich noch gedacht, ja gut, das kam ja damals mit der Deutschen Post, die Pakete. Und dann sagte Tessie, nee, Quatsch, die hatten ja Hermes schon immer. Wahrscheinlich, gehen wir von aus. Was hat Quelle gemacht? Hatte Quelle, sind die, haben die auf die Deutsche Post zurückgegriffen, was die Lieferung angeht, oder hatte Quelle auch irgendwas? Dreipunktgurt zum Nachrüsten. Das, was sich damals Kindersitz nannte. Feuerlöscher. Geil. Impulsautomatik für Wischpausen, ne? So. Was man damals so nachgerüstet hat. Batterieladegerät. Hatte mein Vater auch noch. Autobatterie. Zündkerzen. Was man so braucht als Autofahrer. Perfekte Autopflege und ihr Wagen lebt länger. Edel-Krokos-Garnitur oder Super-Nylon-Garnitur? What? Oh, Sitzbezüge. Hardcore. Oh, schon richtig heftiges Werkzeug hier. Auspuff. Klar, ich bestelle mir mal kurz einen Auspuff. Ah, gut. Für verschiedene Modelle. Ford Taunus, Opel Kadett, Opel Rekord, VW 1200, Käfer 1300, 1500, 1600. Geil. Bestellst du mal kurz einen Auspuff. Ah, Werkzeug. Uniropa. Ist das deren Hausmarke? Otto hatte ja damals Hanseatic als Hausmarke, aber auch bei Werkzeug, weiß ich, hatten sie auch Black & Decker. Hier, die haben AEG. Aus Erfahrung gut. Ui, Werkzeug. Werkzeug. Was ist das? Kompressor-Farbspritzanlage. Farbspritzen wie ein Profi. Okay. Tapeziertisch. Raufasertapete. Oh, Tapeten. Gut, hier kommen wir dann zur dritten Verwendung der Muster. Von den Klamotten zu den Gardinen zu den Tapeten. Oh ja, diese Tapete hier mit den so Küchenutensilien drauf. Fototapete. Muss ich sagen, kann sogar die gewesen sein. Meine Eltern hatten auch mal eine Fototapete, die so nach Herbstwald aussah. Türbeklebung. Das ist natürlich cool, wenn du die Tür so beklebst wie die Fototapete, dass sie quasi verschwindet. Was?
Wie fantastisch! Dieses herrliche Motiv wirkt, sehen Sie auch auf Seite 574. 574 ist mir nicht aufgefallen. 577. Da, super. Knallt voll ins Auge. Das hätte ich mir auch sparen können. Oh, Naturkorkplatten hatten meine Eltern auch im Wohnzimmer. Meine Eltern hatten eine Zeit lang in ihrem Wohnzimmer Korktapete an der Wand. War gar nicht so schlecht. Fliesen, Fliesen, Salz, Gewiesen, Holzpaneele. Oh, diese Falltüren hatte meine Oma. Zur Küche hatte sie so eine Falltür. Leiter. Oh, Gartensachen. Kann mich nicht erinnern, dass im Autokatalog Gartensachen waren. Oh, Flashback. Das hat man auch irgendwo mal gesehen. Dieses Küchengedöns mit diesem Grün, mit diesen Blümchen drauf. Boah, Frühstücksbrett. Praktika-Regalsystem. Alles passt und alles passt rein. Wenn ihr meint. Flaschenregale. Kartoffelkiste. Hatten wir auch nochmal. Irgendwann haben wir den aussortiert, aber wir hatten mal auch so ein Bügel, der irgendwie Holz, Polsterung, Kunstleder und dann so genietet. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, diese, wie heißen die? Sparwäsche, Kleiderschränke. Wäsche, Ricken. Oh, sowas hatten meine Eltern so ein, was man so über den Boden hin und her schiebt und der sammelt den Schmutz ein. Haben wir noch in der Kinderspielzeugvariante, also funktioniert, aber ist mehr Deko. Haben die den Alibert? Nee, offensichtlich nicht. Also nicht den offiziellen Alibert. Im Otto-Katalog war ein offizieller Alibert. Küchenmöbel, ja. Wagen. Kloschüssel. Duschvorhänge. Oh, Töpfe. Töpfe mit diesen Blümchen an der Seite. Oh, ich erinnere mich dunkel. Ich erinnere mich dunkel. Das ist ja wenigstens Uni. Das ist Edelstahl. Chromblank. Wunderbar. Nehme ich. Hier kommt wieder Orange, Gelb und Rot zum Einsatz. Schlimm, schlimm. Ja. Rustikal und zünftig. Thermoskanne. Geschmackvolle Bestecke. Ihr mich auch. Oh, geht weiter mit den komischen Motiven. Das vornehme Porzellangeschirr mit fein ziseliertem Golddekor. Ja, ich weiß nicht, so Holz, vielleicht so als Schneidebrett ist Holz noch okay, aber ansonsten, oh, hier ist es. Das hat sich auch nicht geändert. Das kann, könnt ihr euch das Video vom Otto-Katalog angucken, werdet ihr sehen, das hat sich in 10 Jahren kein Deut geändert. Das sieht noch genau so aus. Ne? Roter Topf, auch mit so einem Motiv an der Seite. Unten der Brenner drunter und diese Spieße mit den Holzgriffen, mit diesen farbigen Enden, damit jeder weiß, welches seins ist. Genau so ist es auch im Otto-Katalog. Und genau so hatten das meine Eltern. Ach, ach, ach. Und wenn man denkt, es geht schon nicht schlimmer, kommt hier noch so Zinn, Zinnbecher, Zinnteller, Zinnlöffel, Zinn. Es hat doch alles keinen Sinn. Och, geil, noch so ein paar Knarren als Deko an der Wand. Hier, da ist er. Ne? Der Globus mit der Bar drunter. Oh, ganz schön teuer. Süßkram. Kennt man da irgendwo? Wrigley's Birmingham. Süßer Speck, der schmeckt. Trez. Die Älteren werden sich erinnern. Trez. Ne? Trez. Milky Way, Snickers, Wetterfinger, Tom, Nippon,
Bounty Family. Coffee Time. Oh, was für ein Schweinkram. Schleuderhonig. Smarties. Karamak. KitKat. Rollo. Es geht weiter. Hardcore. Lebkuchen aus Nürnberg. Ja, das ist mittlerweile schlecht. Das glaube ich auch. Oh, hier alles so mit Schnaps gefüllte Sachen. Hier diese kleinen Rumfässer so. Noch mehr. Naja gut, das ist Weihnachtszeit. Nürnberger Zwetschgenmännler. Bitte was? Weihnachtliches Gebäck von Brand. Meine Frau hat damit aber nichts zu tun. Gott, Gott, Gott. Oh, Kaffee. Kaffee, Tee. Hier sind die Pfeifen. Praktische Kombipfeife. Durch Herausnehmen des Mittelstücks haben sie im Nu eine Normalpfeife. Und warum habe ich die lange Pfeife? Hat die einen Vorteil? Schicke Feuerzeuge. Aschenbecher. Diät-Schokoladengebäck. Diabetiker-Schnellpudding. Süßstoffe. Aha. Schlankheitsdiät-Erdbeermix. Vitafol-Biohefe. Das Paar da drauf sieht aus, als wenn es sich eine ganz besondere Wirkung davon erhofft. Magen-Darm-Elixier, Vitamin-Kindertonikum, Herztonikum, Giriquell-Vitatonikum. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Franzbranntwein, Knoblauchkapseln, Lecithin-Dragees. Oh, Fleisch. Fleisch. Dass man da Fleisch bestellen konnte. Schinken, Specksortiment, Gesamtgewicht 2 Kilo. Das muss dann aber schnell gehen. Oh, ich sag ja, Stereo, diese Stereoanlagen so übereinander gestapelt. No, damals war noch hier die Truhe, die Hi-Fi-Truhe oder das alles so flach. Genau, mehr davon. Riesenangebot, Supersound, Kopfhörer, Boxen, bis der Arzt kommt. Radiowecker. Lasst mich raten, wir werden hier noch keine Videorekorder. Tonbandgeräte. Tonbandgeräte gab es nicht mehr im anderen Katalog. Dafür gab es im anderen irgendwann Videorekorder. Autoradios. Musste ich dann der Jugend auch erstmal erklären, dass man früher die Autoradios aus dem Auto rausnehmen und einsetzen wieder konnte. Ist auch komplett aus der Mode gekommen. Ach ja, die moderne Art, Fremdsprachen zu lernen. Nachhallmikrofon. Echo. Kassettenrekorder. Noch nicht hier so Stereo, sondern Mono. Antennen. Oh, Fernseher. Fernseher. Mietkauf. Ja gut, wir reden jetzt hier 2198. Was hatte Andi von gesagt? 300 Mark waren 451 Euro inflationsbereinigt. Da können wir hier nochmal eine Nummer draufschlagen. Ne? Da war Mietkauf wahrscheinlich dann notwendig. Ultraschallfernbedienung. Bequemer geht's nicht. Ja. Ich weiß, ein Kumpel von mir, der hatte eine Fernbedienung, die hatte vorne keine Lampe, sondern so ein kleines Gitter und hinter dem Gitter war der Ultraschallerzeuger und ja, das war dann die Fernbedienung. Nicht mit Infrarot, sondern mit Ultraschall. Geil, schon. Achso, das ist Super 8. Oder ist das schon Videocolor? Ist das schon was Digitales? Okay. 13.900. Okay. Ich war wohl noch ein bisschen Early Adopter, ne? Ja. Also, die 3.300 bezogen sich dann auf die 2.000 für den Fernseher. Kannst du mal 13.900 für die Videokamera. Oh Gott. Ah, Mini-Fernseher. Strickmaschine. Ey, Leute, wir sind schon bei 1 Stunde 40. 20.000 Euro. Wahnsinn. Nähmaschinen.
Nähmaschine? Taschenrechner. Aber hier, ne? Noch richtig, noch nicht LCD, sondern, weiß nicht, was ist das für eine Anzeige? LED, ne? Ja, LED-Anzeige, nicht LCD-Anzeige. Hier mit Drucker, Drucker, Drucker. Schreibmaschinen, aber die sind schon nicht mehr. Oh, Lampen. Die fand ich immer geil. Diese Lampen mit den, ja, das sind ja, glaube ich, einfach Lichtleiter, ne? Wo dann so viele Punkte am Ende sind, die leuchten. Die fand ich immer klasse. Ach, orange. What else? Clubsäule Eiche. Blinkgeber. Vierkanal Lichtorgel. Boah. Mit Schieberegler. Alle Lichtorgeln nach VDE-Richtlinien gebaut und funkentstört. Ja. Qualitätsglühlampen. Staubsauger. Ey, das sind noch Staubsauger. Richtig, richtig oldschool. Ja, es wird schon ein bisschen moderner. Durchlauferhitzer, Boiler. Nee, Boiler, nicht Durchlauferhitzer. Grill. Weil Mikrowelle war wohl noch nicht. Kaffeemaschine, Toaster, Kaffeemühlen. Das Messer war im Otto-Katalog auch noch. Sowas hatte meine Mutter, so ein elektrisches Küchenmesser. Fleischwolf. Föhn. Mundduschen gab es damals auch schon. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Duschhauben. Ach, guck mal, Solar hatten sie auch schon. Okay. Rasierer. Jetzt kommen sie mit Rasierern. Was ist das? Heizungsgedöns. Duschen. Okay, die man irgendwo wohl einbauen konnte, wo nicht unbedingt eine Dusche war. Batterietanks. Aus Nylon. Herde. Das war auch interessant. In dem 87er Otto-Katalog gab es schon Ceranfelder. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier, no way. Aber es gab in dem anderen Otto auch noch Kohle-Bei- und Öl-Beistellherde. Gab es auch noch welche. Tja. Edelstahl-Kochmulde. Nix Ceranfeld. Fertig werden. Privileg Markenküchen der Spitzenklasse von einem der bekanntesten deutschen Hersteller. Das ist fein. Weitere 6 bewährte Modelle zu sagen. Heimsauna. Wissen wir, das ganze Leben ist ein Quiz. Waschautomaten. Bügel, Mangel, Mangelbügel, Bügelmangel. Waschvollautomaten. Toploader. Geschirrspüler. Okay, Geschirrspüler gab's schon. Hatte ich auch erzählt, so eine reine Schleuder hatte meine Mutter noch. Da hatte sie nämlich noch keinen Wäschetrockner, sondern nur eine Waschmaschine und nochmal so eine extra Wäscheschleuder, um die Wäsche noch einen Tick trockener zu bekommen, als sie aus der Waschmaschine kam nach dem Schleudergang. Kühlgeräte, Kühlschränke. Ach gut, da hat sich vielleicht designtechnisch, natürlich hat sich technisch auch was getan, aber das ist jetzt nicht so spannend, weil sieht man ja nicht viel von. Gut, dann haben wir natürlich auch wieder das Inhaltsverzeichnis. Da fehlt was, sehe ich gerade. Ah, ist das vielleicht das hier? Ja. Vollendete Gefriertechnik. Die Frau sieht irgendwie... Also entweder das ist ein Riesenteil oder eine sehr kleine Frau, die da... Oh, Truhen. Aha. Gütesicherung. Technischer Kundendienst. Ey, Mensch.
Überall in Deutschland, immer für Sie da. Alte Postleitzahlen for the win. Ah, Quelle Verkaufsstelle ist immer in Ihrer Nähe. Wo gab's denn bei uns? Ach, das ist nicht nach Postleitzahlen, das ist alphabetisch. Hamburg. Neuer Wall. Innenstadt. Gute Lage. Ich werde jetzt hier noch. Norisbank. Ach, die Norisbank war die Hausbank. Die von Otto. Die hieß, glaube ich, auch Hanseartig, die Bank, ne? Die Hausbank von Otto. Das neue Quelle Ziegelhaus. Ja, Quelle hat auch mal komplette Häuser verkauft. Ja, wie gesagt, Inhaltsverzeichnis, Geschenke in alle Welt, der besondere Quelle-Service. Ja, Bestellkarte. Ihr war nicht nach PLZ sortiert, war alphabetisch sortiert. Musst du mir sagen, was irgendwie nächstgrößere Ort ist. Also hier ist 4460 Nordhorn. Aber wie gesagt, Düsseldorf, das ist nach Alphabet sortiert. Achso, hier sind auch Quelle Warenhäuser. Gab es in Hamburg-Ost. Ah, im Elbe-Einkaufszentrum war ein Quelle Warenhaus und das sind Quelle Verkaufsstellen. Warendorf, haben wir Warendorf? Nein. Oder Münster. München, Münster. Münster, ja, 4400 Münster. Salzstraße, Ecke, Alter Steinweg. Und in der Salzstraße, ach ja, Fotoquelle. Es gab auch noch Fotoquelle. Ja. Weil bestellt hat man halt telefonisch oder mit Bestellkarte. Oh, Ring. Ja, für Ringe, ne? Wenn du wissen wolltest, welche Ringgröße du brauchst. Freihauslieferung von Bahnsendungen. Quelle international. Fürth. Fürth die. Okay, hier gibt es dann nochmal zum Abschied nochmal. Ja, modische Mode. So, das war jetzt, glaube ich, einer der längsten Streams ever. Aber es hat sich gelohnt. Ich glaube nicht, dass ich nochmal den Quelle, den 86, 87, weil das, da wiederholt sich, glaube ich, zu viel mit dem Otto-Katalog. Aber das war nochmal ein Trip da. Echt. Ja, wie gesagt, gibt's bei eBay immer wieder wohl mal, sagt meine Frau, kann man mal wieder einen ersteigern. Man fragt sich natürlich, warum zum fucking Henker hat jemand einen fast 50 Jahre alten Katalog noch zu Hause rumliegen. Aber man weiß ja nie, also gut, ich habe einen ziemlichen Überblick darüber, was meine Eltern so haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei meinen Eltern keinen 50 Jahre alten Quelle-Katalog finden werde. Und alles, die Generation darüber ist schon lange verstorben bei mir. Also, ja. Nee, also das ist wirklich spannend. Wie gesagt, an die Zeit kann ich mich nicht so erinnern. Klar, wobei man natürlich Sachen, die damals verkauft wurden, wurden auch noch ein paar Jahre später verkauft. Und wenn es natürlich irgendwie Möbeljahr oder Inventar in irgendwelchen Küchen waren, dann wurde das ja auch noch ein paar Jahre später besucht, also benutzt. Deswegen habe ich das halt gesehen, sei es nun, dass es im eigenen Haushalt benutzt wurde oder dass man es bei Freunden gesehen hat. Ne? Wenn man bei Freunden mal war und da, was weiß ich, zum Essen oder da mal in die Küche geguckt hat oder was weiß ich was, ne? Dann hast du halt sowas, so wie meine Frau wohl mal bei einer Klassenkameradin gesehen hat, dass die den 45-Grad-Spiegel über dem Bett haben. Ich sag nichts. Gut, das war es jetzt aber auch. Ich gehe jetzt noch aus nostalgischen Gründen einmal zurück. Da muss ich noch in die Mitte wechseln. Also wie gesagt, hier geht es wahrscheinlich dann doch eher mit Klemmbaustein weiter. Aber wann, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Wir sehen uns, wir hören uns bis dahin. Tschüss. 1